In diesem Video stelle ich euch einige Funktionen von PDF Element 6 Pro vor. Mit dem Programm könnt ihr nicht nur PDFs ansehen, sondern auch bearbeiten. Und das, wie man es von Word oder Pages kennt. Die Performance des Programms wurde stark verbessert. Im Gegensatz zu zum Beispiel Vorschau können direkt die Originaltexte geändert werden und nicht nur neue hinzugefügt werden. Zudem kann auch die Schriftart oder Farbe geändert werden. Die Funktion ist sehr praktisch, falls ihr das Original Word- oder Pages-Dokument nicht mehr besitzt oder euch nach dem Export noch ein Fehler auffällt. Mit dem OCR-Modus können auch gescannte Dokumente bearbeitbar gemacht werden. In meinem Test hat dieses Feature gut funktioniert. Man sollte nur aufpassen, dass das Foto von dem Dokument eine einigermaßen gute Qualität aufweist. Sonst kann es sein, dass sich der ein oder andere Fehler einschleicht, der im Nachhinein noch korrigiert werden muss. Wie der Titel schon vermuten lässt, können auch Formulare erstellt werden. Dies kann man entweder in einem ganz neuen Dokument machen oder ein bereits erstelltes Dokument mit Formularfeldern ergänzen. Neben Textfeldern gibt es zum Beispiel auch Dropdown-Menüs, Checkboxen oder Listen. Die Daten lassen sich nach Excel exportieren und können so schnell ausgewertet werden. Das Programm hat auch einen Editor, um komplett neue Dokumente zu erstellen. Hier können natürlich auch alle Features, die ich bereits vorgestellt habe, genutzt werden. Importieren lassen sich neben zahlreichen Bildformaten zum Beispiel auch Textdateien und in der Windows-Version auch Microsoft Office-Dokumente. Neben den zahlreichen Importmöglichkeiten lassen sich mit PDF Expert Dateien auch nach zahlreichen Dateiformaten exportieren. Neben den Microsoft Office Produkten und HTML ist auch Pages mit dabei. Die Datei kann danach ganz normal in Pages bearbeitet und angepasst werden. Dokumente können signiert werden, mit einem Passwort geschützt und wichtige Texte und Bilder können geschwärzt werden. Eine weitere praktische Funktion ist, dass sich die erstellten Dokumente direkt via Mail oder Dropbox teilen lassen. Neben dem Erstellen und Bearbeiten von PDFs ist auch das Kommentieren eine wichtige Funktion in PDF-Programmen. In PDF Element lassen sich neben herkömmlichen Kommentaren auch Stempel, Formen oder handschriftliche Anmerkungen hinzufügen. Texte können markiert, unter- oder durchgestrichen werden. Neben all diesen Funktionen können zudem noch die Metadaten ausgelesen werden, Wasserzeichen hinzugefügt werden, mehrere PDFs mit Stapelverarbeitung auf einmal exportiert werden, einzelne Bilder aus PDF extrahiert werden und vieles mehr. Das Programm unterstützt auch das PDF-A-Format. Falls euch diese Funktion überzeugen könnten, könnt ihr das Programm kostenlos testen. Ein Link zur Website von PDF Element 6 Pro befindet sich in der Beschreibung. Wir haben das Programm von WannaShare zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.